Und damit herzlich willkommen wieder bei Minecraft in dieser wunderschönen Nacht in unserer kleinen Bibliothek. Und damit herzlich willkommen auch zu den Mine-News vom 24.01.2014. Und wir legen gleich mal mit dem ersten Thema los. Und zwar geht es dabei um ein kleines Missgeschick, was der Deutschen Bahn so passiert ist. Und zwar hat die Deutsche Bahn während der Fahrt heute Morgen ist ein ICE auf dem Weg zwischen Berlin und Hamburg, hat er dann manchmal eben in der Mitte, beziehungsweise haben sich Teile des Zuges mal eben abgelöst und sind dann halt eigenständig gefahren, beziehungsweise hat sich halt während der Fahrt hat sich das Ganze halt gelöst und das hat dann dazu geführt, nun mal, dass der Zug dann die Notbremse reingehauen hat und so. Und dann irgendwann zwischen alleinigen Stopp, also einen Notstopp im Endeffekt in Neustadt dann eingelegt hat. Genau warum oder wie es jetzt dazu gekommen ist, dass da der Zug gemeint hat, die Fahrt, sagen wir mal, eigenständig kurze Zeit aufheben zu müssen, weiß man nicht genau. Die Ursachen sind noch ungeklärt. Kurze Zeit später, wie es heißt, auf jeden Fall konnten die Leute im hinteren Teil des Waggons, also der Teil, der sich da alleinständig abgelöst hatte, da waren circa 100 Leute drin gewesen. Und nach einiger Zeit konnten diese Leute dann auch in einem neuen nachfolgenden ICE umsteigen und ihre Fahrt wieder aufnehmen. Hätte ich jetzt keinen Bock zu gehabt. So. Nächstes Thema. Nächstes Thema ist dann, lasst mich kurz gucken, der ADAC. Ich hatte die Tage schon mal davon berichtet. Ist ja momentan in dieser leichten kleinen Skandalaffäre drin, dass die halt, wie gesagt, diese Zahlen, wie wir die Tage schon mal besprochen hatten, ein wenig geschönt haben und somit der Preis, auch der Preis der gelbe Engel, der ADAC-Engel, dieser Autopreis, dass der auch gefälscht gewesen ist, beziehungsweise zu Unrecht vergeben worden ist, wo man ja jetzt probiert, die Zahlen zu schönen. Und auf jeden Fall, dieser eine Skandal reicht denen nicht, sondern jetzt wird mehr und mehr klar oder mehr und mehr offengelegt, dass sehr, sehr viele der ADAC-Mitglieder, die da halt so in den Führungsebenen sind, des Öfteren den Helikopter des ADACs, also den, oder die Helikopter, es sind ja mehrere, und zwar handelt es sich dabei um Rettungshelikopter, die halt dafür da sind, wie gesagt, wenn irgendwo etwas passiert, irgendwo ein Missgeschick ist, ein Notfall ist, dass man dann da eingreift. Und so ist der Name dieser Helikopter ist auch die gelben Engel der Lüfte. Und diese gelben Engel der Lüfte auf jeden Fall wurden in den letzten Jahren, und da hat man jetzt so ungefähr einen Zeitraum von 10 Jahren auf jeden Fall schon mal festlegen können, wo es heißt, in diesen 10 Jahren sind diese Rettungshubschrauber, und das ist ja das, worum es dabei dann geht, mindestens 30 Mal eigennützige Zwecke benutzt worden. Und der ADAC oder beziehungsweise die Führungsebene probiert sich da das Ganze jetzt so zu erklären, obwohl konkrete Fälle wurden vorgewiesen, also wo wirklich bewiesen worden ist, dass diese Helikopter dafür benutzt worden sind, um ja eher private Nutzung damit auf jeden Fall zu vollziehen. Da ist jetzt ganz klar, also nachgewiesen worden in einigen konkreten Fällen, dass es halt wirklich auch
privat war und nicht wie einem da dann vorgewiesen werden wollte, es irgendwelche geschäftlichen Zwecke gehabt hätte. Und auf jeden Fall probiert der ADAC das Ganze so zu rechtfertigen, dass, ein Moment, dass es dabei um eine Sache der Fixkosten gehen würde. Ja, das bedeutet, oder im Fall des ADACs wollte man sich auf jeden Fall so damit erklären, dass ja um Kosten der Reise und sowas möglichst gering halten zu können, wäre halt da dann die Möglichkeit gewesen oder hätte man dann probiert, das Ganze halt mit dem Helikopter zu regeln. Ich finde, also ich persönlich finde, das ist eine relativ vage Aussage oder eher gesagt eine schlechte Lüge, weil jetzt mal ganz eben kurz off-topic, aber ich glaube nicht, dass ein Helikopter in der Anschaffung und der Helikopterpilot genauso wie dann auch das Kerosin, was du für den Helikopter brauchst, ungefähr weniger kostet, wie dann normal, also wenn man das dann auf Fixkosten bezieht, wie es dann kosten würde, wenn man das Ganze mit einem Auto gleichsetzt oder einem Chauffeur, den man dann da brauchen würde. So, auf jeden Fall der ADAC. Dann das nächste Thema nenne ich mit einem leichten Lächeln im Gesicht: Teenage Mutant Bundeswehrsoldaten. Und zwar möchte unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, ja, auch da geht das Thema aktuell wieder ein bisschen weiter. Und zwar kam die jetzt auf die wunderbare Idee, man könnte doch, um den Bundeswehr-Nachschub weiterhin klarzustellen, weil aktuell, wie ich schon mal berichtet hatte, beziehungsweise wie ich schon mal aufgeklärt hatte, sind immer weniger Soldaten dazu bereit, zur Bundeswehr zu kommen. Und jetzt dachte sie sich auf jeden Fall, die gute Ursula, man könnte ja 17-Jährigen auch die Chance geben, zur Bundeswehr zu gehen. Ne? Weil dann könnte man dadurch ja den Nachschub langsam regeln. Und das Ganze dachte sie sich dann so, dass, um halt den Nachschub zu regeln, 17-Jährige der Bundeswehr beitreten würden, auch mit kompletter Waffenausbildung. Allerdings, dadurch, dass Deutschland ja mit einer der Verfechter ist, die sagen, dass wir keine Kindersoldaten und sowas wollen, dass man dann aber auch sagen würde, beziehungsweise das so reglementieren würde, dass diese Kindersoldaten, die sie nun mal dann eigentlich sind, nicht im bewaffneten Auslandseinsatz tätig sein dürften, sondern dass das Ganze wirklich nur eine formale Ausbildungssache wäre, um schon mal den Nachschub zu regeln. Man fragte auf jeden Fall dann, wie es denn wäre, also weil halt, wie gesagt, die Bundeswehr keine Kindersoldaten natürlich ausbilden möchte und somit 17-Jährige nicht ins Ausland schicken würde mit bewaffnetem Einsatz und so. Dann fragte man aber nach, wie das denn sein würde mit den 18-Jährigen, wie sich denn da die Zahlen belaufen würden bei dem Ganzen. Und dazu wollte dann schon die Bundesregierung bzw. das Ministerium keine Aussage mehr zu treffen. Ja, das war denen dann schon wieder zu viel. Und auch auf die Frage hin, wie sich denn die Zahlen da belaufen von den 18-Jährigen, die frisch in den Einsatz gegangen wären, mit wie viel Störungen die denn aus dem Einsatz auch zurückkommen, weil es ist ja schließlich eine Belastungsstörung auch, die sich dann da aufbaut, teilweise im Auslandseinsatz. Warte mal, hier können wir auch noch so was hinbauen. Auch da wollte man keine Aussagen zu treffen. Auf Anfrage bzw. Aussage dann von
Brigitte Kunast. Brigitte heißt sie, glaube ich. Wie das denn jetzt mit der neuen Familienpolitik von Ursula von der Leyen für die Bundeswehr zu harmonisieren wäre oder in Einklang zu bringen wäre, was sie da gerade vorschlägt, oder dass eigentlich der beste Weg, das Ganze wirklich familienfreundlicher zu machen, das wäre einfach gar keine Kindersoldaten oder keine Jugendlichen mehr in die Bundeswehr ranzuziehen, genauso wie die Soldaten generell aus dem Ausland abzuziehen. Auch darauf wollte man dann keine Antwort geben. So viel zu unserer Bundeswehr. Unser nächstes Thema ist relativ oder eigentlich sehr sogar traurig. Und zwar geht es dabei um einen Vorfall, der sich auch heute Morgen erst ereignet hat. Und zwar in München-Gladbach ist heute Morgen um 9.25 Uhr ist dann mit einem Mal ein 14-jähriger Junge, der ist in ein Versicherungsbüro in seiner Nähe gegangen. Und zwar war dieser junge Mann, war der am Bluten. Dies kam daher, weil er dann in dem Versicherungsbüro angekommen, schnell um Hilfe gebeten hat, man möge ihm doch helfen und Polizei zu ihm nach Hause schicken, weil der Vater gerade dabei wäre oder ist, auszurasten und die Mutter umzubringen. Genau eben das war nämlich auch wirklich der Fall, und das ist wirklich das Traurige an der Geschichte, oder das ist wirklich eine traurige Geschichte, finde ich. Man weiß auch immer noch nicht genau, was da die Beweggründe sind. Auf jeden Fall führte sich das Ganze dann so fort, nachdem dieser junge Mann halt, wie gesagt, dann in dieses Versicherungsbüro eingetreten war und um Hilfe gebeten hatte, hat man dem natürlich dann auch Folge geleistet, und nach kurzer Zeit war dann auch die Polizei vor Ort, versuchte dann erstmal in das Gebäude reinzukommen, also bei dem Vater. Dieser Vater hatte sich dann aber, hatte keine Lust mit der Polizei zu reden, also hat sich sturgestellt und im Gebäude verbarrikadiert. Hat, wie gesagt, dann auch nicht mit der Polizei geredet. Und dann nach kurzer Zeit mussten die Polizeikräfte, die da vor Ort waren, dann die Tür aufbrechen, und damit es zu keinem größeren Ausschreitung kam, weil dieser Mann, der wurde dann auch aggressiver und wollte definitiv sich nicht beruhigen, sondern eher weiter und weiter ausrasten, hat man da einen Schuss auf diesen Mann abgegeben, welcher zu einer schweren Verletzung führte. Was aber dazu führte, dass man die Situation unter Kontrolle kriegen konnte. Jetzt ist auf jeden Fall sowohl der 14-jährige Sohn als auch der Vater in eine Klinik eingewiesen worden, jeweils in verschiedene, natürlich, um das Risiko da auch für weitere Ausschreitungen zu minimieren. Und nachdem dies auf jeden Fall so geschehen ist, hat man dann probiert, irgendwie rauszufinden, wie das Ganze denn oder warum das Ganze denn vonstatten gegangen ist. Man weiß es auf jeden Fall nicht als die Polizei. Das Einzige, was man halt wirklich weiß, ist, als die Polizeistreitkräfte ankamen, war der Mann, also der Vater des 14-jährigen Jungs, war der mit einer Axt und mit einem Messer bewaffnet, hat sich, wie gesagt, dann verbarrikadiert. Die Frau wurde, nachdem man die Tür aufgebrochen hatte, ja, bereits tot am Boden gefunden. Man hat zwar probiert, sie wieder zu reanimieren, ist aber leider nicht geschafft, irgendwie hat nicht funktioniert. Die Frau war 50 Jahre alt, der Mann ist 54. Und der, wie gesagt, der Sohn, der Junge, ist 14 Jahre alt.
Die Polizei wird heute um 17 Uhr dazu nochmal eine Pressekonferenz geben. Wer also dieses Thema nochmal ein bisschen verfolgen möchte, kann ja auf der Seite der Rheinischen Post, ja, www.rheinischepost.de, dann halt nochmal nachgucken und wird dazu dann gegen 17 Uhr vermutlich dann das Interview des Pressesprechers sehen können und da mehr erfahren. Dann noch zum Schluss eine kleine, aktuell noch erfreuliche Meldung. Und zwar schneit es momentan. Und zwar in Amerika. Ja, auch da ist momentan eine kleine weiße Welle sozusagen. Und zwar ist es diese hier. Neuer Wintereinbruch an der Ostküste der USA. Das Weiße Haus liegt inmitten einer weißen Stadt. In der ganzen Hauptstadt Washington bleiben Bundesbehörden und andere öffentliche Einrichtungen nach dem Feiertag Martin Luther King Day einen weiteren Tag geschlossen. Auch am Mittwoch bleiben unter anderem Schulen dicht. Die Wetterdienste erwarten hier bis zu 25 cm Neuschnee. In der Metropole New York dürften es sogar mehr als 30 cm Neuschnee werden. Hier fordern die Behörden die Bevölkerung auf, die Straßen möglichst wenig zu benutzen und die Räumdienste ihre Arbeit machen zu lassen. Tausende Flüge fallen aus. Auch für die Neuengland-Staaten sagt die nationale Wetterbehörde massive Schneefälle und eisige Windböen voraus, mit Minustemperaturen deutlich unter dem Durchschnitt. So kalt wie beim Rekordfrost zu Jahresbeginn soll es aber nicht werden. Und damit ist dann auch die, sind dann auch die heutigen Main News vorüber. Ich hoffe, es waren einige Themen für euch dabei und wir sehen uns demnach wieder bei den Main News am 27.01.2014. Ich hoffe, es war was für euch dabei und wir sehen uns.